Getränke verdrängt. Von La Mimosas. Ja, hallo zusammen, hier ist wieder Radio Getränkevertrieb mit der Special Edition Nummer 2. Mein Name ist Uli von La Mimosas. Hallo Uli. Und ich freue mich heute wieder einen ganz tollen Musiker hier im Studio zu haben. Heute besucht mich nämlich der Wolf Schubert K. und das ist ein echter Genuss. Ich kann es euch nur empfehlen, bleibt dran, ich hoffe es gefällt euch. So, und da ist er. Hallo. Wolf Schubert K. mit ein bisschen Zeitverzögerung, ja, aber er hat es gefunden. Dreimal um Niederdorf-Felden rumgefahren, aber ich habe es noch geschafft. Ja, ist doch super. Schön, dass es geklappt hat. Lost Schön, on the highway. Lost on the highway. Kommt die Morgenroll vor, oder? Genau. Ja, und wir haben noch einen Überraschungsgast. Mein Brüderchen ist auch. Da. Andreas. Guten Tag. Hallo. Servus. Das ist der Andreas von La Mimosas. Genau. Genau. Und das ist wirklich toll, dass es heute noch funktioniert hat, dass wir heute hier zusammen sind. Das ist super klasse. Wir haben zwar draußen ein super Wetter, aber es zieht nach draußen. Genau, es zieht nach draußen, aber wir machen das drin und das ist auch gut so. Die Tür ist ja auf. Genau. Ja, ich würde sagen, bevor wir lang rumquatschen, Wolf, du spielst uns einfach mal ein paar Songs, was dir so einfällt. Genau, quatschen wir ein bisschen. Alles und dann klar. Spielst du noch ein paar Songs. Genau. Und dann, so lange fang mal mit einer ganz ruhigen Nummer an, heißt Don't Let Them Rain on Your Parade. Mit anderen Worten, lass dir nicht in die Suppe spucken. Cool, dann go ahead. Comes a time in your life you get calmer and you walk away from the drama, and the ones who mess up your karma you leave them behind. You surround yourself with good people who are nothing but happy and gleeful. Wealthy or not, we all equal, don't you think so? Don't let no one drive you insane. Value the ones who do love you, pray for the ones who despise you. You don't know what they've been through in their universe. It takes a lifetime trying to be happy, but beware of the ones who just can't be. Don't let them wrestle you down in their crappy odd bitterness. Don't let them rain on your parade. Don't let them drive you insane. The gods themselves struggle in vain. They are causing so much pain. Don't let them rain on your parade. It's your sanity we need most of all, and your laughing eyes, your contagious smile.
let them rain on your parade. Don't let them drive you insane. The gods themselves struggle in vain. They are causing so much pain. Don't let them rain on your parade. Don't let them rain on your parade. Don't let them rain on your parade. Wow, super. Dankeschön. Super. Sehr geil. Ja. Ja, das ist ein Song von der neuen Scheibe, Free Spirit heißt die. Ja, ja, die habe ich, ist gar nicht so weit weg, wo ich die aufgenommen habe, beim Tom Rippan. Okay. Hier in Karben an der, in der Dögelmühle. Ja. Der hat ja dann ein sehr schönes, kleines Analogstudio und so wirklich cooles Aufnahmezeug. Also da hat er so eine alte Radaranlage und... Das ist ja ein ganz duftes Ding aus den 90ern, ist so, naja, ich sag mal halb analog. Und ja, die Philosophie war einfach gut beim Aufnehmen. Also wir haben sehr live aufgenommen alles, die ganzen Basic-Sachen live. Eine ganz lustige Besetzung gewesen mit dem Willy Wagner am Kontrabass, die Sue Ferris an der Fiddle. Und einen Großteil der Stücke haben wir also mit dem Setting als Basis sozusagen aufgenommen, live in einem Raum, mit allen Vor- und Nachteilen, die das halt mit sich bringt. Ja, also Übersprechungen. Also ich bin halt einfach ein Gitarrist und Sänger und das mache ich am liebsten zusammen. Mhm. Und das kommt einfach das auch am besten. Ja. Und, ja, und so sind halt diese Basic Tracks wirklich sehr, ja, einfach sehr authentisch und sehr frisch und bisschen dreckig auch. Okay. Und das Studio gibt es ja auch schon relativ lang. Wird jetzt so ein bisschen abgespeckt, hat auch einen Raum weniger und so. Und ich meine, das Studiogeschäft ist halt hart. Ja, klar. Stimmt. Ja. Weil jeder macht es jetzt allein zu Hause und alle haben Cubase und können es am PC zusammenschustern. Und von daher war das einfach eine gute Erfahrung, mal wieder in einem richtigen Studio zu sein, mit so großen alten Mikrofonen. Und geil. Wir haben natürlich schon noch ein paar Overdubs gemacht, aber halt hinterher und sehr dezent. Und mit Tom habe ich auch noch ein paar Nummern aufgenommen, so die etwas rockigeren Sachen. Da hat er dann Schlagzeug gespielt. Okay. Und ich habe E-Gitarre gespielt und aber auch live gesungen und auch zusammen in einem Raum. Super. Also auch das war sehr, hat viel Charme gehabt, weil es war natürlich wahnsinnige Übersprechungen, aber es hat halt trotzdem... Du, wenn's klingt und wenn der Grundsound stimmt und vor allen Dingen, wenn man seine Instrumente beherrscht, ja? Ja, ja, genau. Dann, das ist halt, Arno, ja. Und, dann, und sein Studio. Und sein Studio, ja, wenn man so ein bisschen weiß, welches Knöpfchen nun zu drücken ist, genau. Ja. Du machst das auch schon ziemlich lang, habe ich gelesen. Ne? Du bist so ein richtiges Rhein-Main-Urgestein eigentlich. Ja, irgendwie ne? schon, ja. Also ich hatte zwischendurch mal eine Pause gemacht. Also ich habe angefangen in den 80ern schon mit Musik zu machen, aber in den 90ern eigentlich dann erst so mein Durchbruch gehabt, als ich halt auch nach Frankfurt kam. Ich kam halt aus Neu-Isenburg, der Ecke da hinten, Dreieich, und dann bin ich nach Frankfurt. Ich bin durch den Seppel Niemeyer nach Frankfurt gekommen. Und habe dann mit dem Seppel auch eine Band gehabt, The Dirty Birdies, mit dem Willy Wagner auch und Andy Fehn, denn der ist jetzt nicht mehr hier, der ist in Berlin inzwischen. Und das war eigentlich auch eine sehr hoffnungsvolle Geschichte, nur hat es dann irgendwie mit dem Plattendeal nicht hingehauen und dann ist das halt doch wieder im Sande verlaufen. Und danach habe ich die Cosmic Twins gemacht. Das war eigentlich ein Zufallsprodukt, weil wir waren Twins, also wir waren zu zweit eigentlich zuerst und sind halt durch so ein paar Cafés getingelt und hatten so ein ganz loses Demo gemacht. Und der Dirk, der zweite Musiker, der hat das damals bei der Popcom, damals gab es die Popcom in Köln noch, hat das bei Glitterhouse Records in Schlitz geschmissen. Und die haben ein paar Tage später angerufen, hey, das ist saugeil und das passt in unser Amerikaner, beziehungsweise damals hieß es noch so Alternative Country Repertoire ganz gut rein, habt ihr nicht Lust, mit uns zusammenzuarbeiten? Und so kam das dann, haben wir den Stefan noch dazu geholt, unseren Drummer damals, und haben dann im eigenen Raum auch praktisch mit damals noch mit Tonband ein sehr gutes 8-Spur-Album gemacht. Mit den Cosmic Twins war das auch eine gute Zeit. Also wir waren
das gut unterwegs. Das war also auch eine Nummer. Die hat man gehört und die hat man gesehen auf den Plakaten und so weiter. Ja, also wir waren auch wirklich so in Belgien, Frankreich auch unterwegs und so. Und das war. Und dann habe ich 2009 die Sacred Blues gemacht, Platte. Und habe mit den Musikern, die da so mitgewirkt haben, dann eigentlich auch so eine Band zusammengestellt. Und ja, dann war ich wieder da halt. Also. Mhm. Und dann haben wir relativ schnell dann auch schon das nächste Album gemacht, bei Performance damals. Und die hatten uns in der Weseler Werft auf dem Konzert gesehen. Und haben, also es lief dann auch, war so ein Selbstläufer so ein bisschen dann alles erstmal. Ja. Und ja, super. Und so, jetzt habe ich nochmal so ein bisschen so eine Veränderung vorgenommen, weil ich einfach auch gemerkt habe, wenn man halt Geld damit verdienen will, also so mit einer ganzen Band im Schlepptau ist es echt schwer, weil du musst halt 5 Leute am Essen durchfüttern. Genau. Ja, das ist der Punkt. Ja, der braucht was. Wir sind gerade zurück von so einer Tour. Ja. Wahrscheinlich auch nur für Essen. Und du, ja, lass uns nicht drüber reden. Lass uns nicht drüber reden, ob das betriebswirtschaftlich Sinn gemacht hat. Ja. Nee, was ich jetzt so ein bisschen entdeckt habe, ist einfach so ein bisschen so die Kleinkunstbühnen irgendwie. Super. Und da kann man halt auch mal zu zweit oder zu dritt nur auftreten. Und das, die neue Scheibe geht halt auch so in die Richtung, weil die lässt so alles offen. Ja. Weil da kann ich sowohl Solo-Konzerte machen mit der Platte, wenn ich die anbiete, aber ich kann auch mit einem kleinen Ensemble kommen, irgendwie mit Stehbass und Geige und meinetwegen auch noch Perkussion oder noch irgendeinem anderen Instrument. Cool. Es geht alles, ja. Und alles möglich. Ja, das ist ganz gut. Ja. Wolf, ich würde sagen, spiel uns einfach nochmal ein. Ja, ich, wenn du Bock hast. Mach ich aus glatt. Aus der neuen Platte noch ein? Oder einen älteren? Oder was willst du? Ja, ich würde gerne nochmal, genau. Ich würde gerne einfach was du machen willst. Von der neuen Platte machen. Ja. Das ist nämlich eine witzige Geschichte. Den haben wir auf der Platte tatsächlich gekürzt. Irgendwie, das kam eigentlich durch einen Unfall, weil irgendwie erschien er uns zu lang. Und das irgendwie hängt da so ein bisschen mein Herz dran, weil ich habe bis vor einiger Zeit noch einen Job gehabt. Ich habe so Behinderte gefahren. Okay. Und ich bin ja so, ich muss ja gestehen, ich bin ein wahnsinniger Dixie-Chicks-Fan. Okay. Und auf jeden Fall, wir saßen dann hinten so ein paar Rollstuhlfahrer so ganz, oh, mach doch mal ein bisschen Musik an irgendwie und so. Und dann hatte ich zufällig die Dixie-Chicks-CD da drin und dann sind die völlig durchgedreht da hinten. Die fanden das so geil. Ja. Und das war irgendwie so diese Überraschung. Und das hat mich dann irgendwie dazu getrieben, diesen Song zu machen. Und das ist einfach eigentlich so, es ist mehr so eine Traumvision. Aber irgendwie dass die dann so abgefahren sind, das hat mich dann. Ich habe die Willens gemacht und habe auch einen Bus gefahren und kenne ungefähr die Szenerie, was du gerade erzählt hast. Celebration in the back because of Emily's sweet voice. Emily, well, I used to be a folk singer, trying hard to stay alive. When you saw me in the club where I was playing live, I offered you some pictures to unlock your mind. You pay me off with tears of joy for the thoughts I did refine. One fine day I'll be on top of all. Real well paid.
busker standing in the street, pouring out my soul about the latest losing streak. I switched to some protest song when Natalie threw a dime. She seemed to understand me. Free speech is not a crime. She seemed to understand me. Free speech is not a crime. One fine day One fine day, I'm gonna meet the Dixie Chicks and be a rich man. Cool. Sag mal, Free Spirit, ist sie jetzt schon draußen oder kommt die erst noch? Nein, die ist draußen. Ich habe, also die kommt, aber noch, also ich bin jetzt gerade mit so einem Verlag bzw. mit so einem Label noch im Gespräch. Die wollen das auch noch so online, also in diesen iTunes, Amazon etc., diese ganzen Portale, die es da, Spotify und was. Ja, das da kenne ich mich nicht aus. Das will ich auf jeden Fall noch bis zur Record-Release-Party alles auf die Beine stellen. Und im Moment läuft aber jetzt schon, also ich hatte das so auf Facebook eigentlich erstmal so nur so im kleinen Rahmen bekannt gegeben. Und über deine Page kann man die bestellen. Genau, ne? Also kannst du einfach so ein Formular, da also können die Leute mir schreiben und das geht auch ganz problemlos. Ich habe jetzt auch www.wolfschubert-k.com. Okay, also das wird nachher auch nochmal unter dem Video dann auch gepostet, das verlinkt, dass wir dann direkt dahin kommen. Ja. Ich glaube, das lohnt sich, diese Scheibe sich zu besorgen. Nach dem, was ich gehört habe, klingt das echt super. Bin sehr happy damit. Also es ist wirklich. Also beim Willi, das war total lustig. Der Willi ist ja überhaupt, er hat ja mit Folk und Country nicht so viel am Hut gehabt, bisher zumindest. Okay. Und hat also anfangs für mein Verhältnis immer noch so ein bisschen viel gespielt. Und es war so süß. Eines Tages ruft er an: Hey Wolf! Ich hab's kapiert. Er hat gar nichts weiter gesagt. Aber ich wusste jetzt. Stoßgebet, jetzt machst du. Ich wusste, jetzt was ich's. Er meint. Und das war's. Ja. So, super. Und die Sue, meine Scheiße, die ist halt auch saugut an der Fiddle. Die singt auch sehr gut. Und die hat aber ihre eigenen Projekte auch. Die macht sehr viel Folk. Die hat auch noch so ein Goth-Projekt, wo sie irgendwie ab und zu mal eingeladen wird zum Mitspielen. Ja, ja. Und ist halt auch ein Profi und also wir sind jetzt keine ausgesprochene Band. Mhm. Ich glaube, der Willi sieht sich schon so als Bandmember, so als mein Companion, aber die Sue hatte auch schon so das Bestreben, ihr eigenes Zeug einfach zu machen. Und ich bin eigentlich ganz froh mit meiner Situation im Moment, weil das ziemlich geil ist. Ich habe so einen Pool irgendwie an Leuten, die ich einfach mal fragen kann und das schätzen auch. Ja. Das ist ja auch wichtig, dass das denen gefällt. Absolut. Und mit denen man sich einfach gut versteht, ja. Genau. Das ist eine gute Sache, ja. Also nimmst das Ding, hast es fertig mit dem Text und dann ist es gerüstet. Ja, genau. Und gehst du zur Band und sagst, Leute, wir machen mal, ich brauche den Rhythmus, ich brauche den Basslauf, ich brauche da irgendwie nochmal den Input. Ich weiß, vieles ergibt sich auch einfach schon durch aus der Musik und natürlich und das Singen. Also ich meine, die Sachen entstehen halt auch so. Ja. Letztendlich entsteht es so, wie ich hier sitze, ist der Song. Ja. Der ist auch, der wirkt auch für sich allein auch schon irgendwie. Ach, ja. Und es klingt auch einfach nur mit der Gitarre, die Dinger klingen. Das geht, genau. Und dann ist eigentlich, der Rest ist eigentlich nur noch Sahnehäubchen. Ja. Ja. Ich habe gelesen, du hast auch irgendwie Kontakte oder eine Beziehung zu Kanada. Ja. Das habe ich gelesen. Ja, genau. Also die ist halt insofern, als dass meine halbe Familie nach Kanada ausgewandert ist. Okay. Also ich habe von väterlicher und mütterlicherseits, unabhängig voneinander, sind die da in, 60er Jahren schon ausgewandert. Und ja, ich bin da relativ oft. Also die leben da alle in der Gegend von Vancouver. Und ich muss sagen, Kanada hat eine fantastische Musikszene. Ja.
Und durch die Familie, dass die da leben, das ist ja ganz anders. Und dadurch, dass ich auch immer dahin fahre, ist es so, dann erweitert man so seinen Horizont ein Stück weit immer mehr. Genau. Und fährt halt dann da auch rum, guckt sich ein paar Clubs an. Und ich gehe halt, da ist immer, im Sommer ist da immer ein ganz tolles Festival in Vancouver, das Vancouver Folk Festival. Also was heißt riesen, ist gar nicht so riesig, aber da sind halt so, was weiß ich, 4, 5, 6 Bühnen in verschiedenen Größen. Und das ist ein Traum. Also das ist, da spielen natürlich auch Amis und so. Also und da habe ich schon so viele Acts gesehen, die ich einfach so lange schon sehen wollte, die nie hierher kommen. Nie, never. Und die siehst du dann halt da. Und die spielen dann da ganz selbstverständlich. Und was mir unheimlich gut gefällt bei diesen Festivals, dass die machen dann oft so Panels, nennt sich das, oder so Themenbühnen, dass die, sagen wir mal, ein Thema Arbeitersongs, und dann setzen sich irgendwie 6 von den hochkarätigsten Songwritern, die sitzen dann auf Stühlen zu 10 in einer Reihe und einer nach dem anderen spielt irgendwie ein Klassiker oder ein Arbeitersong von sich selbst oder sonst was, also was irgendwie so grob ins Thema passt. Die quatschen dann noch so ein bisschen drüber und begleiten sich dann gegenseitig, und das sind mir fast, also es fällt mir fast besser noch als so ein ganz normales Konzert. Klar, und das ist spannend. Und das hat mich so zu, also das hatte ich so zum Anlass genommen, ich mache ja dieses Germanicana Folk Festival. Das habe ich auch gelesen, genau. Das hatte ich mir eigentlich ein bisschen da auch abgeguckt, muss ich sagen. Also dass wir da so ein Festival machen, wo mehrere Acts, die in dem Genre in etwa zu tun haben. Und dann haben wir immer noch einen Poetry Reader dabei, so das auch so ein bisschen aufzulockern. Und wir hatten eine sehr schöne Veranstaltung gemacht, also es war jetzt keine exklusive Germanicana-Veranstaltung, aber das hatte mit der Community zu tun. Das war letzten Januar, als der Donald Trump ins Amt gehoben wurde, haben wir eine Veranstaltung gemacht, die hieß Love Songs for the Other America. Und da haben wir einfach diese ganzen Protestsongs aus den 60er Jahren von Joan Baez, von Woody Guthrie, Dylan, weiß der gar, aber bis heute, also auch Annie DiFranco Songs und so, und die alle so in unserem eigenen Stil irgendwie interpretiert. Irgendwie, man hat ja so einen Amerika-Bezug durch die Musik, und dann haben wir das einfach gemacht, und das war ein Knaller. Das Ding war eine super Veranstaltung. Das machen wir jetzt nochmal im Januar auch wieder. Nee, warte mal, ich weiß gar nicht mehr. Januar oder Februar. Nee, 27. Januar im Bett. 27. Januar. Ist noch nicht ganz ausgegoren, aber da geht's. Im Bett? Im Bett, ja. Cool. Das, mit Markus Rill und mir und noch ein paar anderen Musikern, die alle so in der Richtung unterwegs sind. Und da wollen wir auch so ein bisschen gegen Rassismus und solche. Ja. Also, ich finde das okay in heutiger Zeit. Ich bin nicht so ein Freund von so Protestpop oder sowas, aber. Ich finde, die Zeiten sind so beschissen geworden, dass man das Maul echt ruhig mal aufmachen kann. An der einen oder anderen Stelle kann man ruhig mal die nicht mit dem Holzhammer, echt nicht. Ja. Und das ist auch so ein bisschen das Konzept hinter meinem Album. Das ist, ich wollte nicht, also Free Spirit drückt es am besten aus. Ich will einfach frei sein, und ich will mich nicht einschränken lassen. Darum geht's mir, Das ist eigentlich erstmal so ein ganz unpolitisches Statement. Aber wenn du dann da mal nachspürst irgendwie, wo dir überall deine Freiheit beschnitten wird oder wer der irgendwie über ans Leder will, und was so abgeht, dann muss man einfach den Mund aufmachen, finde ich. In der Vergangenheit hatten wir Gründe gehabt, etwas zu tun. Jetzt haben wir mehr Gründe. Also auf jeden Fall, es kommt auf jeden Fall additiv dazu, dass einfach mehr passiert, was einem auf den Sack geht und wo man es auch spürt, und ob das Amerika, na klar. Und dann haben wir unsere deutsche Geschichte, die auch sehr eindeutig aber ist. Die Mechanismen und sind dieselben. Und wenn wir das nicht machen, dann habe ich das Gefühl, es macht keiner. Dann lasse ich aber was liegen, und das will ich nicht. Also dann gehen wir lieber irgendwie zusammen und stecken die Köpfe zusammen, die so ein bisschen zusammen was machen können und auch so ein bisschen Statement haben. Da gehen wir lieber raus, als dass wir sitzen bleiben. Ja. Das ist nämlich genau die Konsequenz, dass dann halt auch nichts gemacht wird. Genau. Wer nichts macht, macht halt auch nichts. Also Leute, da habt ihr es gehört, macht die Klappe auf und macht was. Es gibt genug zu kommentieren, da habt ihr beide recht. Kann ich euch nur... Also,
gotta head off with good reason. Get in the car way up north where I've never been before. Out of town and out of my head. I can't help it. Again and again I look back in pain, stuck to your picture again. I have not changed much, not rearranged much, not even in my life since you have gone. I know what I was looking for when you were here, when you were here, when you were all around. Große Release-Party, habe ich gelesen. Ja. Sag doch mal was dazu. Ja, also ich, ja, in der Brotfabrik, das hat so ein bisschen Tradition, weil ich habe meine erste, also ich habe schon mal eine Release-Party mit der Platte davor, auch in der Brotfabrik gemacht. Und also damals habe ich da halt noch so brav angefragt und ich wusste halt, dass die so ein bisschen auch lokale Bands unterstützen wollen, gerne. Mhm. Wenn es in deren Konzept passt, musikalisch. Und hatte da so ein bisschen Schützenhilfe auch vom Detlef Kinsler. Und da hatte ich dann so auf die Art und Weise da irgendwie den Fuß in die Tür gekriegt. Und seitdem bin ich der Brotfabrik irgendwie sehr verbunden und bin mit denen auch so ganz gut befreundet eigentlich auch. Und inzwischen ist da ein kleiner Wechsel vollzogen worden. Die haben jetzt eine neue Chefin und mit der verstehe ich mich auch super gut. Und wir hatten im letzten Jahr
2015 im Winter hatten wir da auch mal ein Germanicana Folkfest gemacht mit mehreren Künstlern, was ganz gut ankam und wo die einfach auch das Konzept gut fanden. Und so ist das halt einfach geblieben, dass da so eine Freundschaft entstanden ist. Und die hatten mich von sich aus sogar gefragt, ob ich nicht Lust hätte, nachdem die erfahren hatten, dass ich jetzt eine neue Platte am Start habe. Haben die mich gefragt, die Antje hat gefragt, hier hast du nicht Lust, dann mach das. Und es ist jetzt so ein Termin an einem Donnerstag, am 16.11. 16.11. Brotfabrik in Frankfurt. Brotfabrik in Frankfurt. Und es ist wirklich eine super Location, hat einen ganz tollen Sound und auch eine sehr schöne Atmosphäre da. Und das wird insofern schön, weil ich sozusagen alle Beteiligten dabei haben werde. Also da wird dabei sein der Tom, der wird wahrscheinlich Drums spielen, so wie es ausschaut. Die Sue spielt Fiddle, der Billy spielt Bass. Und dann ist die Biene noch dabei, meine Frau, die singt. Dann habe ich noch eine ganz tolle Sängerin, das ist die Claudia Beck, die hat auch auf der Platte mitgesungen, eine super Sängerin und ein ganz toller Mensch, die wird auch singen. Und dann habe ich noch einen alten Freund ausgegraben, den Daniel Tochtermann, mit dem bin ich in die Schule gegangen, der kommt eigentlich total aus dem Jazz, aber hat sich jetzt total auch so mit so Folk-Sachen angefreundet, und den werde ich, der wird also auch mit dabei sein. Das heißt, es wird ein bunter Abend. Ja, sehr, sehr bunt. Also ich werde da in verschiedenen Varianten. Der Biber Hermann kommt noch als Gast. Cool. Auch cool. Der spielt auch ein paar Nummern mit. Und nochmal eine Sache, die mich interessiert, weil ich das so ein bisschen beobachte. Also ist jetzt so vielleicht 2 Jahre her. Da kommt immer mehr Folk nach vorne. Also ich habe so ein bisschen so den Eindruck, dass die Musik, also Folk und auch die Machart, also das auf jeden Fall auch dieses Thema Bob Dylan ist immer natürlich nach vorne, weil das so ein Role Model ist für alles Mögliche, aber es kommt immer mehr so rein. Wie beobachtest du das? Ist das ein Trend oder ist das jetzt nur meine gefühlte individuelle Wahrnehmung? Also ich höre halt von vielen Leuten, die sich mit ganz viel Musik beschäftigen, immer mehr so das Thema, oh, ich habe mal in Folk reingehört und beschäftige mich auf einmal damit. Also das ist... Also das Komische ist, dass es hierzulande immer wie so eine Welle wirkt, die aber immer in regelmäßigen Abständen wiederkommt. Es gab in den 80ern den Neo-Folk. Ja. Das war, dann ging das wieder unter hier. Dann kam in den 90ern kamen dann so Bands wie Wilco und die kamen dann, und das nannte sich dann auf einmal Alternative Country. Und das verschwand hier dann aber auch wieder. Aber in USA ist das die ganze Zeit weitergelaufen und hat sich entwickelt. Das nannte sich am Anfang Alternative Country. Dann letztendlich kam das dann auf den Begriff Amerikaner zusammen. Weil das bringt es auch am besten auf den Punkt, weil man muss sich ja klar machen, dass die Musik, also selbst Country-Musik ist nicht rein weiß. Also Hank Williams, der Klassiker der Country-Musik, der hat das von einem Schwarzen gelernt, kein Scheiß. Ja. Und das geht aber immer so ein bisschen unter. Und diese neuere oder jüngere Generation einfach von Musikern, die jetzt so am Start sind, die haben das viel mehr auf dem Schirm. Die sehen das große Bild sozusagen. Die wissen eigentlich viel mehr, als die so in 60er, 50er Jahren gewusst haben. Es ist schwierig. Es ist echt schwierig und... aber es ist auf der anderen Seite auch wirklich, wie gesagt, in dieser sogenannten Amerikaner-Szene, das ist schon sehr offen und die, also es gibt so tolle Künstler, ja, die sind hier eigentlich gar nicht so bekannt. Also Rhiannon Giddens, das ist eine preisgekrönte, ganz tolle Künstlerin, die unheimlich in dieser Bluegrass-Musik verwurzelt ist, ist aber eine Schwarze und von daher halt auch diesen schwarzen Aspekt damit reinbringt und auch so nochmal diesen ganzen Bürgerrechtsaspekt und das ist sowas von interessante Musik, und das dann alles irgendwie nach heute transportiert und auch mit den heutigen Themen irgendwie, oder auch zu sehen, dass die Themen von vor 40, 50 Jahren eigentlich immer noch brisant sind. Ja, wieder die Welle. Ja, ne? Oder dass die wiederkommen. Das ist schon einerseits traurig, aber auch eben zu sehen, dass das immer noch einfach Brisanz hat und wichtig ist und dass aber unser Blick heute einfach weiter ist und größer und ja, und von daher würde ich persönlich also nicht von einer Welle reden, wobei es natürlich echt sein kann, dass das
sich vielleicht in 2 Jahren gar niemand mehr so wieder mehr für Folk hier so interessiert. Mhm. Und, aber ich finde auch nach wie vor, dass diese Community, die wir da so haben mit den Singer-Songwritern, den paar, die ist schon recht klein. Mhm. Also das ist wirklich ein erlauchter Zirkel, muss ich sagen. Mhm. Ja, und Akustikmusik halt. Also, die Basis ist immer irgendwie akustisch. Genau. Und das finde ich halt... Das ist so geil, weil man braucht den ganzen Scheiß nicht. Genau. Du kannst du zu Hause im Wohnzimmer. Ja. Keine fantastisch. Monsteranlagen und dann irgendwie die Röhren platzen oder sonst irgendwas. Willst du den Leuten noch irgendwas mitteilen, was dir ganz wichtig ist? So? Feel free. Die Message. Die Message. Be a free Lass spirit. Sie raus. Ja, die Message. Oh Gott, das ist immer so schwierig, so eine globale, allgemeingültige Message abzulassen. Also was ich wichtig finde, irgendwie macht die Ohren auf, hört auch mal auf die Texte von Songs. Also das muss man auch mal, es geht nicht immer nur um so krachende Rockriffs oder so, sondern hört die Texte sind auch oft wahnsinnig wichtig bei Musik. Und macht euer Ding irgendwie, macht eure Sachen echt. Es ist so, ich finde auch die Arbeitswelt, die ist so unschön. Also die meisten Menschen, die ich kenne, leiden unter ihrem Job eigentlich so. Und ich finde, wenn alle da mal ausbrechen würden, so massenhaft, dann hätten wir eine geile Welt, denke ich. Wie viel mehr Spaß. Ja. Gut. Andreas, hast du noch irgendwas, was du der Welt mitteilen willst? Nee. In dem Rahmen alles gut. Alles gesagt. Alles gesagt. Ich finde es auch. Eine ganze Menge. Das, und haltet euch dran, was der Mann da gesagt der hat. Der Mann hat wahre Worte gesprochen. Also, der alte Mann da gesagt hat. Dran. Also, liebe Freunde, das war die Radio Getränkevertrieb Special Edition Nummer 2. Heute mit Wolf Schubert K. mit seiner neuen Platte Free Spirit. Guckt euch das an, hört euch das an, hört auf die Texte. Am 16.11. Release Party in der Brotfabrik. Ich kann es nur empfehlen. Mir hat es wieder einen riesen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und das ist nicht das letzte Mal, wo wir das machen. Ich finde das super, was ihr hier macht. Das ist eine geile Idee. Na also, dann lass uns das kultivieren. Bring the community. Yes, dann lass uns das kultivieren. Also, wir sagen tschüss. Wir hören dann noch eine vom Wolf. Aber wir sagen schon mal tschüss. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschö. Macht's gut, ihr Leute. Mother fought for women's liberation. My daddy only wanted to be free. Raised in the spirit of emancipation, which no one can take away from me. My grandma spoke about God's creation. I was told that Jesus loves me. 6 days of work, 1 day vacation. Don't you kill or steal or lie. I don't have anything to lose. I'm free to talk, I'm free to choose. Whatever I want to, I'm free to win, I'm free to lose. I'm free to talk, I'm free to flags flying on TV and in this land. People streaming, people trying. Seems they're getting closer every day. But we got all kinds of music playing, so my sweet love can dance another free day.
day. I don't want those false prophets staying, so my sweet love can dance. So my sweet love can dance. So my sweet love can dance. I don't have anything to lose. I'm free to talk, I'm free to choose. Believe whatever I want to. I'm free to win, I'm free to lose. I'm free to talk, I'm free to choose. I'm free to talk, I'm free to choose. I'm a free spirit. I'm a free. Getränke verdrängt. Von La Mimosas.